Berlin, in Deutschland sind bis zum Vormittag mindestens 140.478, die mit dem neuen Coronavirus behandelt worden sind. Mindestens 4.289 mit dem Erreger SARS-CoV-2 Infizierte sind den folgenden Ansichten bislang bundesweit gestorben. Die Zahlen gehen aus einer Auswertung der deutschen Presseagentur hervor, die neuesten Zahlen der Bundesländer. Um 10.30 Uhr Samstag lagen keine aktualisierten Daten der Länder vor, welche gibt es keine 24-Stunden-Vergleichszahlen. Nachträglich des Robert-Koch-Instituts RKI lag die Ansteckungsrate am Samstag leicht als am Freitag. Die Reproduktionszahl steigen von 0,7 auf 0,8. Wie wurde eine hohe eigene Schwankungsbreite von 0,7 bis 1 bestimmte? Das heißt in jedem Herbst, ein Mensch gehört im Schnitt einen oder weniger als ein anderer an. Oder weniger als ein anderer an. Bei einer Reproduktionszahl von 0,8 geben 10 Infektions das Virus an 8 anderen Menschen weiter, was bedeutet, dass die Zahl der neuen Neusteckungen geändert. Anfang März lag die Reproduktionszahl noch bei 3. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Freitag auch auf eigenen regionalen Beziehungen, so gebe es bestimmte Regionen, in denen die Reproduktionsrate noch mehr als 1 liege. Nach RKI-Folgen haben in Deutschland rund 85.400 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder lernen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Entscheidungen. Die hohen Zahlen registrierten Rechte haben den Status der Bundesländer mit 1237 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 29.100 Personen und weniger 862 Toten mit Baden-Württemberg mit mehr als 27.700 Berechtigten und mindestens 152 Toten. Nordrhein-Westfalen mit mehr als 29.100 Fällen und mindestens 862 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 27.700 bestätigten Fällen und mindestens 952 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 284,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 168,9. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.